Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Stranded 2. Ich habe mir die Karte mal angeschaut und es gibt keinerlei Skripts anscheinend, die mir irgendwie erlauben, einen Schlüssel zu bekommen. Ich glaube, ich hatte einen Schlüssel und den habe ich dafür verwendet. Hier gibt es auch nichts weiter mehr. Also nichts, was uns irgendwie weiterhilft. Also werde ich jetzt etwas tun, was ich eigentlich nicht mehr tun werde, aber ich will euch nur zeigen, was drin ist. Ich habe es jetzt schon im Editor gesehen. Und zwar cheaten wie... Heat, auch schön. Item 92 stand da. Item 92 ist wahrscheinlich der Schlüssel. Genau. Fantastisch. Ah. Kein Platz mehr. Die Sachen, die man eigentlich nicht hier braucht. Ich habe nicht mehr genug Platz. Ich esse so ein Ding. Ein Kilo. Giftgas, Rakete, Giftgas. Ach, wir gehen einfach mal weg. Ich frage mich nur, wenn wir jetzt rausgehen, ist dann wirklich alles weg. Aber ich habe jetzt wirklich nachgeschaut, ich konnte nicht entdecken, dass man noch irgendwas machen kann. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, habe ich jetzt alles mitgenommen, was ich brauchte? Ja, wird schon stimmen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir alles gemacht haben, was ging. Okay. Ich soll länger durchhalten. Es gibt kein Skript und alles. Ja. Ich habe genug gelernt. Mehr zu lernen gab es ja nicht. Ah, und ich glaube, den startet sich die Karte einfach neu. Die Frage ist jetzt... Ah, schön. Das bleibt alles erhalten. Ehrlich gesagt, die Tipps sind mir... Ach, das behalten wir alles. Nur die Karte wurde zurückgesetzt. Dann sage ich, ich weiß nicht. Nee, das ist mir nicht wert, das alles nochmal durchzumachen. Ich hätte da gleich hingehen sollen. Ich gehe jetzt einfach mal hier wieder hin. Seht mir bitte nach. Ich will das einfach mal weitermachen. Dann habe ich halt ein paar Sachen ausgelassen. Das ist mir jetzt eigentlich nicht so wichtig. Hier müssen die Skripts jetzt wieder weg sein. Ja. Das hatte ich alles vorgelesen in einer anderen Karte. Nee, ich weiß nicht. Frag mich jetzt nur... Hatte ich keinen Köcher? Köcher? Was auch immer. Sieht nicht so aus. Den hätte ich gerne, weil Schmetterlinge werde ich noch brauchen. Ich habe nämlich zufällig mal reingeschaut und es gibt anscheinend noch etliche Karten. Komisch, ich dachte, ich habe einen gemacht gehabt. Aber wie ich mich kenne, habe ich wahrscheinlich gedacht, ich brauche sie eh nicht. Nee, der ist wichtig. Und ich hoffe doch, dass diesmal wenigstens mein Handy mir sagt, wenn die Zeit rum ist. Oh, das ist eine Hitze. Ich fühle mich fast, als wäre ich echt auf einer gestrandeten Insel. Auf einer gestrandeten Insel. Auf einer einsamen Insel, weil hier ist gerade so extrem warm. Ihr werdet es wahrscheinlich auch merken. Sehr gut. Sehr gut, wir haben keinen Platz mehr. Kommt auf die 6. Was? Oh. Habe ich gar nicht gemerkt, dass ich gescrollt habe. Es hat geklappt. Es hat uns natürlich auch sehr, sehr viel gebracht, dass wir auf dieser kleinen Insel waren. Ach, ich ärgere mich jetzt ein bisschen, dass ich nicht gleich drauf gegangen bin. Aber ich dachte, ich weiß nicht, was ich gedacht habe, aber ich dachte wahrscheinlich, das ist nicht notwendig. Sehr gut. Ich glaube, die Insel habe ich von draußen gesehen, mal kurz. Wo ich die Karte gesucht habe, auf der wir arbeiten. Juhu! Ich habe extra keine Inseln angeschaut, damit ich mich selbst spoilere. Aber wirklich, auf der Insel gab es nichts weiter. Das hat geklappt. Ist wahrscheinlich so gedacht, dass man hier bleibt und dann... Also auf verschiedenen Inseln bleibt. Und dann nach und nach alles wieder erkundet. Das wäre eigentlich eine super... Einführungsquest, wenn es sich so viel todbringende Sachen gäbe. So, wir haben Lianen, wir haben Äste. Wir können uns verarzten, wir haben Waffen. Vielleicht noch ein paar Steine.
Oder wir machen Feuer. Ein bisschen was zu essen wäre nicht schlecht. Oder ich warte noch einen Tag, dann hätten wir vielleicht ein bisschen mehr Heilungsgelumbe. Wäre auch nicht zu verachten. Das will ich wieder haben. Ich habe eine Banane. Ach, wir haben doch Stein. Nur ein bisschen Munition. Laserstrahlen. Wir haben garantiert Ungeziefer gleich. Nö, ja, kein Ungeziefer. Ich habe keinen Platz mehr. Na, dann ist es halt. Ach, das Fleisch hätte ich gleich halten können. Ja, das sollte jetzt eigentlich reichen. Wie groß kann das Labyrinth schon sein? 5 Minuten später. Wo bin ich? Ich lasse es heute mal ein bisschen ruhiger angehen, falls ihr es merkt, mir ist einfach zu warm. Tut mir leid. Oh, nehmen wir noch einen Pilz mit. Wenn man schon mal hat. Ich bin zwar nicht mehr darauf angewiesen. Ach, den Schmetterling mag ich haben. Ich hatte noch nie, glaube ich, genug Schmetterlinge, soweit ich mich erinnern kann. Juhu. Ich glaube, wenn ich 4000 hätte, hätte ich immer noch zu wenig. Bei 1 Million will ich auch noch in kurzer Zeit sagen. Oh, man kann ja fast nichts mitnehmen. Fantastisch. Das ist übrigens bei mir in allen Spielen so, wo man das Inventar erweitern kann. Ich habe immer das Gefühl, ich habe zu wenig Platz. Eigentlich habe ich immer zu wenig Platz, egal welches Spiel. Ach, hier geht es auch lang. Ach, ich verstehe. Deshalb das mit der Munition. Das läuft auch ganz gut. Wir werden das schon irgendwie durchstehen. Okay. Bring ein bisschen durch uns. Die Labyrinthverwaltung. Hatte ich mal vorgelesen. Ich bin Turok. Werde ich bestimmt auch noch spielen. Habe ich bisher in meinem Leben bloß ein einziges Mal durchgespielt. Ein hammergeiles Spiel. Wer möchte was? Möchte es uns in die Irre führen? Oder ist es ein echter Schatz? Finden wir es heraus. Wenn ich nicht so viel quatsche, müsste ich ja eigentlich recht gut durchkommen, weil ich habe einen recht guten Orientierungssinn. Heiltrank. Es gibt 3 Möglichkeiten, wie man einen Heiltrank herstellen kann. Wissen wir. Denke immer dran, Heiltränke mitzunehmen, bevor du dich in Gefahr begibst. Ein Glück haben wir uns noch nicht in Befahr begeben. Genau. Jetzt habe ich es richtig gesagt. Versuchen wir mal, die Dinger wenigstens einzusammeln. Da ist ein Fass. Ich mag ja auch solche Irrgarten. Finde ich super. Kann man das öffnen? Platz. Ah, super, habe ich keinen Stein dabei. Nicht genug Platz. Was ist unwichtig, was wir gerade bei uns haben? Das ist unwichtig. Eins brauche ich nicht. Eins machen wir zur Schnur, für den Fall, dass ich habe ich eine Angel. Eine Angel habe ich. Weg damit. Ich könnte mir noch einen Goldbogen machen, aber das will ich nicht. Ah,
Ach. Tun wir was für Swiftgold. Aber nehme ich lieber die Brote. Das kann ich nicht mehr tragen. 5 Brote. 5 Flaschen Wasser und 2 Heiltränke. Ja, das muss reichen. Und 5 Flaschen Wasser. Warum sollte man ja eigentlich so viel Vorräte mitnehmen? So am Hungertuch nagt man jetzt ja auch nicht. Ich glaube, da hinten ist schon der Ausgang. Ich glaube, da gehe ich dann auf jeden Fall mal hin. Da sind Löwen. Das gefällt mir, das Labyrinth. Ist schön einfach gehalten. Immer nur in eine Richtung gehen. Da ist eine Sackgasse. Hier ist bloß was zum Schlafen. Da ist ein Affe. Der hat sich bestimmt auch verlaufen. Ich hätte bloß gerne ein paar Anhaltspunkte, wo es hier richtig ist, und ich möchte auch möglichst alles mitnehmen. Ob man das kaputt machen kann, die Zäune? Ich gehe mal davon aus, dass sie unzerstörbar gemacht wurden. Also gehe ich mal lieber dort hinten lang. So würde ich zumindest machen. Ich würde das... Oh, das muss ja auch eine Heidenarbeit gewesen sein, das dann alles unzerstörbar zu machen. In der Extension Mod könnte man hier wunderbar schummeln. Da nimmt man sich einfach, wenn man es hat auf der Karte, ein bisschen Sprunghilfe und... Werdet ihr sehen, ich will es ja nicht spoilern. Dauert auch noch ein bisschen, bis ich die Extension Mod mache. Ich glaube nach... Nachdem ich das Stranded hier erstmal gemacht habe, muss ich mir erstmal ein bisschen freinehmen von Stranded, weil das reicht erstmal an Folgen. Es reicht wirklich, ich muss mal was anderes machen. Da gibt es ja noch nebenbei ein paar andere Projekte, an denen ich arbeite, die nicht unbedingt was mit Let's Playen zu tun haben. Da ist man schon ein bisschen eingebunden. Oh, und ich dachte, hier hinten kommt man hier hinter. Zu den netten Löwen. Ich find's echt ein bisschen doof, dass man hier nicht... Ach nee, das war's falsch. Dass man hier nicht rennen kann. Verbringen fast den ersten Tag hier im Labyrinth. So. Ich schlafe auf diesen schönen Felsen. Das war eigentlich nicht notwendig, hätte eigentlich rausgehen können, aber ist mir egal. Esse ein schönes Stück. Nee, ich esse einen Pilz. Wenn ich ein bisschen mehr Inventarplatz habe. Das sind, glaube ich, bloß die Raptoren. Hier waren sie zumindest. Ein Glück sind die so doof wie Bornstroh. Nicht genug Platz. Okay, dann beende ich die Folge für heute. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao.